Hexen sind finstere Wesen, die Erzdämonen nicht anbeten, die ihnen aber trotzdem Opfer bringen, um ihre finsteren Kräfte auf andere Wesenheiten zu lenken, was sie nicht besser macht. Ihre Opfer führen dazu, dass die Erzdämonen gestärkt werden. Und das kann der Borbrianischen Kirche nicht dienlich sein. Der Fürst Komtur unterstützt mich also gleichzeitig mit seinem territorialen Denken. Ist das üblich, dass die Echsen Dämonen anbeten oder nur für Maraskan? Ich bin es eigentlich eher gewohnt, dass sie Drachen anbeten. Verdammte Drachen. Entschuldigt. Ihr Nun, habt nicht Unrecht. sie haben viele verschiedene Khanga. Ihr kennt diesen Ausdruck vielleicht von den Torweilern, die ihn auch benutzen. Allerdings nur für ein Wesen, was ihr Charybdoros nennt, oder aber die tiefe Tochter. So lautet, glaube ich, ihre Umschreibung. Diejenige, die für die blutige See zuständig ist. Ihr solltet ihren Namen nicht so offen aussprechen. Ihr habt davon gelernt, die Macht der wahren Namen, ja. Nenne sie dreimal und sie werden mit dir sprechen. Das wollen wir doch verhindern. Ach, man kann auch ganz interessante Unterhaltung mit ihnen führen, wenn der Geist stark genug ist. Ich hatte jetzt genug Begegnungen mit ihr, lieber nicht. Aber wie ihr vielleicht gehört habt bei eurer Ankunft, die Erzdämonen hören aktuell nicht zu. Kurios. Auch das ist ein Grund, weshalb wir das Wissen des Fürstkomtours nicht in einem Kopf, in seinem Kopf verbunden haben, sondern in vielen verschiedenen Köpfen, so wie es selbst auch der Herrin des wimmelnden Chaoses gefiele. Mehrere Köpfe. Der Plan, den der Fürstkomtur ersann, befindet sich nicht nur in ihm, sondern auch in mir und in anderen, denen er vertraut. Den Namen werde ich allerdings nicht weiter preisgeben. Dürft ihr uns sagen, wie viele Personen beteiligt sind? Das darf ich zwar, aber das werde ich nicht tun. Wie gesagt, die Fürstin des wimmelnden Chaos ist die Meisterin von Maraskan, hört aktuell nicht zu. Wir fokussieren trotzdem nur Teilaspekte. Wie lange kann er sich noch bei sich halten, bevor der Splitter Kontrolle übernimmt? Ihr könnt es vermutlich am besten einschätzen, ihr kennt ihn ja. Es geht nicht darum, wie lange er das Ganze unter seiner Kontrolle behält, sondern welcher seiner Ratgeber im falschen Augenblick neben ihm steht. Sollte er mich in einem Wutanfall erschlagen, ich könnte es eventuell abwenden, wenn ich damit rechne. Aber sollte er es schaffen, dann ist dem Fürstkomtur damit nicht gut gelitten. Also ist jederzeit mit einer Art Wenn es dran explosiven wird. Aggression zu rechnen, die möglicherweise negative Auswirkungen hat. Das ist richtig. Er selbstverständlich verwahrte den Splitter an seine Seite, da er keinem anderen diese Macht, diese göttliche Macht anvertrauen kann. Viele gieren danach und er hat auch viele Spione in seinen eigenen Reihen. Vielleicht kennt ihr den einen oder anderen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Abelmir, ihr habt doch auch in der blutigen See gestanden, nicht wahr? Ja. Ihr wart ja auf Boran. Nun, auf Boran war ich nicht, aber danach. Meint ihr mit danach? Nun ja, Helmport. Da, ein guter Punkt. Ulad. Er ist uns nicht zu böse darüber, oder? Nun, meiner liebster Azariel, habt ihr Mittel und Wege gefunden, seine Wutanfälle, nun ja, zu kanalisieren oder abzuschwächen. Kanalisieren wäre in einem normalen Fall natürlich möglich. Allerdings reden wir hier von den chaotischen Mächten eines Belhalhar. Und das ist schwierig möglich. Zumindest nicht für mich. Wäre es uns nicht zu wütend darüber, dass wir Bora niedergebrannt haben und Helmport eingenommen haben, oder? Boran bewundert er, allerdings habt ihr euch damit einen weiteren Feind gemacht, der allerdings auch sein Feind ist. Er führt ihn zwar weiterhin in seiner Riege, aber von genau diesem Menschen sprach ich eben. Auch er giert nach dem Ach, Splitter. daher kann ich diesen Durchstand. Ich wusste es doch. Stimmt. Jetzt, wo es ihr sagt.
Ihr meint Perdido Dorkstein. Gewiss, gewiss. Ich rede von einem anderen und ich glaube, Chiaras Kjarenor weiß, wen ich meine. Hilft mir auf die Sprünge. Nun, wer ist denn der aktuelle Meister in Buran? Wem gehört die Blutspitze? Vermutlich irgendein Typ, den ich ein Arschloch nennen würde? Vermutlich. Hab ich mir gedacht. Aber ihr braucht diese Geweihte, nehme ich an, unbedingt, sonst würden wir nicht hier sitzen. Korrekt. Und wieso habt ihr sie euch nicht selber geholt, wenn ich das fragen darf? Weil wir nach unseren Kriegsanstrengungen und unseren Bemühungen sie nicht weiter auffinden konnten. Wieso habt ihr sie euch nicht vorher geholt? Weil sie das i-Tüpfelchen in einem Kreuzzug ist. Ihr wolltet euch den Spaß für danach aufheben. Okay. Ist sie eine der Personen, auf die das Wissen verteilt ist, von denen ihr vorhin sprachet? Noch nicht, aber sicherlich im späteren Verlaufe. Ist ihre Sicherheit damit gewährt? Gesichert? Selbstverständlich. Es geht mir nicht um ihre körperliche Sicherheit, es geht mir um ihre seelische Sicherheit. Was wir versuchen mit ihr zu teilen, ist, dass wir uns zum einen nehmen wir uns das Wissen der Elbuchischen Tafeln und zum anderen geben wir ihr Teile eines Planes, wie wir die Erzdämonen niederringen können. Und das ist sicherlich für eine Hesinde Hochgeweihte möglich zu verwahren. Das klingt gar nicht so schlecht, wie ich erwartet habe, muss ich zugeben. Und was springt für euch dabei heraus? Ordnung, das hatte sie doch gesagt. Das werdet ihr vielleicht in ein paar Monaten erfahren. Sie wird die Erzdämonen schwächen. Ich glaube nicht, dass ihr das vordringliche Ziel ist. Was tun wir denn gerade? Wo stehen wir? Am Arsch der Welt. Naja, oder wie diese Scheißregion hier auch immer heißt. Einen weiteren Versuch? Auf neutralem Grund. Einen weiteren Versuch? Wir stehen in Oron? Das ist nicht die Oronische Halbinsel, das ist immer noch Aranien, aber ein Land der Raya. Ein Land der Pferde. Glaubt ihr, dass wir mit Pferden, mit einer Kavallerie in die Niederhölle reinreiten? Nein, das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ihr auf Maraskan Pferde gebrauchen könnt. Warum bin also ich hier? Das frage ich mich. Dann seid ihr vielleicht auch noch nicht bereit für dieses Wissen. Aber ich gehe ganz stark davon aus, wenn ihr weiterhin im Heldenrat tätig seid, dass wir uns wiedersehen werden. Und dass dies nicht der letzte Kreuzzug von Hafax ist, den er an dieser Stelle zwar führt, aber auch demnächst beenden könnte. Ihr erwähntet, dass ihr euch etwas von der Linie von Xeran entfernt habt. Das hat nicht zufällig etwas damit zu tun. Da haben wir doch eine Dame, die ich noch nicht kenne und die mir mit ihren wenigen Worten bereits jetzt gefällt. Eure Antwort? Ich habe mich nicht von Xeran entfernt, sondern er sich von Borberat. Was er ihm zum Vorwurf macht. Selbstverständlich. Xeran ist ein Gierschlund, der sich nur für Gold in seinen Taschen bzw. in einem goldenen Haus interessiert. Und das hat überhaupt nichts mit der Seelenkunde zu tun oder mit den Lehren, die uns Borberat Xamanot, geheiligt sei sein Name, mit aufgegeben hat. Ist er in seinem dämonischen Meister verfallen? Wer, Xeran? Ja. Er ist ihm nicht wirklich verfallen, er ist einfach nur ein Egoist. Und davon gibt es viele Menschen. Die Pläne, die Borberat für Aventurien hatte, sind für Xeran gemeinsam mit Borberat in der Schlacht gestorben. Nicht allerdings für mich. Die Pläne, die Borberat hatte, sind niemals an ihn selbst geknüpft gewesen, sondern
können immer noch ausgeführt werden und darum kämpfe ich. Jeder Mensch ein Magier. Ihr versteht sicherlich, dass wir diese Position nicht teilen können. Auch Ömer hatte dies einst zu mir gesagt. Jetzt frage ich euch, groß wie ihr seid. Klein wie ihr seid, auch als Zwerg. Aber ich weiß bereits, dass ihr drei Magier seid. Und damit seid ihr jederzeit in der Lage, diese anderen zu unterdrücken. Und dies geschieht vor allem nicht nur durch Magie, sondern vor allem durch die Praiokratie, durch den Adel, durch Besitzansprüche, die es seit Geburt gibt. Und das Konzept möchten wir auflösen. Oh, bitte sprech nicht von Praios. Seht ihr? Ihr seid vielleicht aus Alanfa gehörig. Ihr beide. Ihr beide seid keine... Nein, das hat damit nichts zu tun. Vergesst, was ich gesagt habe. Ihr seid nicht als Adlige geboren. Ich bin ja auch kein. Ihr wollt doch nur die Macht umverteilen. Die Macht umverteilen in die Hände der Leute. In die Macht gewisser Leute, nicht wahr? Nein, in die Hände von allen Leuten. Das widerspricht aber ganz deutlich eurem Ordnungsgedanken. Das ist ja überhaupt nicht möglich, wenn alle die gleiche Macht hätten. Wo kämen wir denn da hin? Es ist ein langer Weg, aber genau diesen strebe ich an. Es muss in den Köpfen der Menschen ankommen. Und das plane ich. Nun, ich sehe darin ein großes Problem, und zwar nicht die Köpfe der Menschen, sondern die Natur der Menschen. Ein Mensch, der Macht hat, versucht immer mehr Macht zu bekommen. Und deswegen, Macht korrumpiert. Und deswegen geben wir jedem Mensch die gleiche Macht. Jeder Mensch ein Magier. Das ist das Konzept. Und wenn dennoch wird es Leute geben, die versuchen, sich wieder über andere zu erheben. Es gibt Magier, die stärker sind als andere Magier. Seht einmal ein, wenn jetzt jeder Mensch in diesem Raum oder jeder Zwerg oder jede Elfe die gleiche Macht hätte und damit ihr drei die anderen beiden Profanen nicht unterdrücken könnt mit Hellsichtsmagie oder mit anderen Spielereien. Wenn die anderen sich wehren können, dann sind wir wahrlich gleich. Und dann können wir das System umsetzen. Wer will das? Ich will nicht gleich sein wie Raffin. Warum doch nicht? Der Status Quo wird niemals so bleiben. Seht euch Alanfa an. Leute, die nichts konnten, sind alle dorthin gegangen. Diejenigen, die das beste Geld verdienen konnten, sind jetzt an der Macht. Ihr beraubt uns unserer Individualität. Unsere ureigensten Fähigkeiten. Und ihr unterdrückt den Bauern. Die meisten Leute sind Arschlöcher. Habt ihr mal den Bauern auf dem Felde gefragt, was er davon hält? Warum soll ich einen Bauern fragen? Weil er genauso viel wert ist wie ihr. Nur weil ihr in einem Palast geboren seid. Ich wurde nicht in einem Palast geboren. Ich habe mir das hart erarbeitet. Richtig. Ihr ich habe mir meinen adlig. Platz verdient. Ich musste trotzdem hart arbeiten. Es wurde mir nichts geschenkt. Ich halte diesen Plan für komplett müßig. Wollt ihr dann auch Leuten verbieten, so groß und so stark zu werden wie unser Freund hier, die Basaltfaust? Also, was für ein Blödsinn. Verzeiht, aber diesen Gedanken teile ich nun wahrlich nicht. Ich kann verstehen, woher ihr kommt. Ich kann verstehen, was ihr bezwecken wollt. Nur eure... Die Maßnahme, die ihr ergreift, um es durchzusetzen, ist nicht ideal, würde ich behaupten. Man kann nicht einfach jedem Bauern nun eine Waffe in die Hand geben und hoffen, dass alles gut geht. Aber ihnen Möglichkeiten zu geben, sich weiterzubilden oder nun besser zu werden, mehr zu werden, als dass sie geboren sind, allen die gleiche Chance zu geben. Und das kann ich verstehen. Ihr mögt in eurer Unwissenheit vielleicht nicht den Hintergedanken erkennen. Aber, und da sind wir uns sicherlich alle einig, das, was Xeran tut, ist vollkommen falsch. Denn er bietet das Wissen und die Macht nur demjenigen, der Geld hat. Das sollten wir sicherlich vermeiden. Daher ist Xeran ein gemeinsamer Feind. Er ist auch deswegen ein Feind, der den Göttern abgeschworen hat und sich den Dämonen verschworen hat. Ja. Das macht ihn hauptsächlich zum Feind. Wer wen anbetet und was wer wie wo tut, das sind nochmal ganz andere Spielereien. Ich bete auch nicht eure Götter an. Und ich denke, auch der Zwerg betet nicht eure Götter an. Ihr betet einen Nandosohn an, einen Halbgott. Über euren Glauben könnte man ewig philosophieren, ja, doch direkt die Herren des Chaos anzubeten, ist dann doch ein wenig zu weitgehend, würde ich behaupten. Ja, das tut ja hier keiner. Hier in diesem Raum nicht, doch Xeran
Ja, Galotta, ja. Wer sich offen mit den Feinden meines Gottes verbündet, ist mein Feind. So einfach ist das. Und wo macht ihr dann den Schnitt? Bestimmt ihr, irgendwer sitzt in Alvaran und darf deswegen vernichtet werden? Was ist mit den Novadis? Was ist mit den Trollen? Mit den Trollzackern? Sollte Kor dies entscheiden, so werden wir so handeln. Was ist wir mit dem Schwert? Sollte Kor entscheiden, dass diese des Angesichts von Dere verlassen sollen, dann wird dies geschehen. Denn wir sind seine Schwerter. Seine Schilde, seine Bögen, seine Armbrüste. Wir schlagen seine Feinde. Über diese Themen wurden schon sehr, sehr, sehr viele Kriege geführt. Mit den Trollen, mit den Novadis, mit den Echsen. Nun, die Geschichte hat gezeigt, wenn wir bleiben, wo wir sind, und wenn die Novadis und die Echsen bleiben, wo sie sind, kommt es zu keinem Problem. Wir versuchen nicht, sie zu beeinflussen, sie versuchen nicht, uns zu beeinflussen. Und die Zwerge sind ein vernünftiger Haufen. Ja, ja. Doch das Anbeten von Dämonen ist etwas anderes. Sie streben danach, nun, Chaos zu verbreiten. Etwas, das direkt gegensätzlich zu dem steht, wofür wir stehen. Wofür die Götter stehen, die wir anbeten. Und deswegen stehen wir im Konflikt. Wir sind Feinde unserer Götter und müssen deswegen sterben. So einfach ist das. Entweder sie erkennen an, dass sie falsch sind, versuchen, naja, sagen wir mal, Vergebung vor den Göttern zu halten. Wenn man sie davon nicht überzeugen kann, ist der Tod für sie die einzige Alternative. Gut. Wie gesagt, wir werden vielleicht noch einmal Gelegenheit haben, das Ganze unter anderen Umständen zu diskutieren. Ich freue mich auf alle Fälle auf ein Wiedersehen. Ich denke aber, dass ihr nicht wegen mir oder dem Borbardianismus hier seid, sondern vor allem, weil ihr mit dem Fürstkomtur sprechen wollt und er mit euch. Also, nun sollten wir uns wieder treffen, hoffe ich, ist es unter angenehmeren Bedingungen. Darf ich vorher noch eine Frage stellen? Ihr sagtet, er hat Wutausbrüche. Gibt es irgendein gewisses Thema, das wir meiden sollten, um genau so einen zu vermeiden? Gibt es irgendeine Dame, Herrin, was weiß ich, irgendein Event, irgendeine Gelegenheit, die geschehen ist, die wir nicht erwähnen sollten, um nicht seinen Zaun auf uns zu lenken? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie er auf Galotta reagiert, aber ihr solltet höflich bleiben. Ihr solltet ihn nicht provozieren oder reizen. Das habe ich mir gedacht. Aber es gibt keinen besonderen Namen oder so etwas, das wir meinen sollten, wo wir das Gespräch umlenken sollten, wenn er ihn erwähnt, weil er sich nur Ihr solltet den Namen Belharion Menning meiden, aber ich glaube auch nicht, dass ihr diesen anspricht. Nun, ich hatte es zumindest nicht vor. Ich hatte vor, mit ihm direkt und ehrlich zu sein. Es ging mir nur darum, dass wir vielleicht das Gespräch umlenken sollten, bevor er sich in Rage redet. Mittlerweile kann er sogar wieder über den Kaiser Hahl sprechen. Aber dazu dann später mehr. Ich denke, auch das sollten wir vielleicht meiden. Also gut, dann folgt mir doch bitte. Frau Scharlachkraut, eine Sache noch. Gedenkt bitte der Tatsache, dass Magie nicht nur ein Geschenk, sondern auch eine Bürde sein kann. Ich würde es eher eine Verantwortung nennen. Ja, wir haben leider viel zu oft auch in Schwarztobrien mitbekommen, dass einige mit diesen Machtstrukturen nicht umgehen können. Und dass sie dieser Verantwortung nicht gerecht werden und dieser Bürde erlagen. Aber auch um die hat sich Borbard selbst gekümmert. Oder ich. Deshalb sage ich ja, man kann nicht jedem Bauern einfach ein Schwert in die Hand drücken und hoffen, es geht gut. Ich werde mich mal auf die Suche nach Ömer machen. Wenn ihr ihn findet, sagt ihm, wir vermissen ihn und er soll gefälligst zurückkommen. Das tut er. Dass, wenn ich ihn sehe, er besser keine falschen Götter anbetet oder Dämonen oder was auch immer. Dann wünsche ich euch jetzt viel Glück und Erfolg. Jedes einzelne Wort könnte euer letztes sein, bitte bedenkt das. Aber er ist kein böser Mensch. Er möchte teilweise das gleiche wie ihr, nur mit anderen Mitteln. Und damit deutet sie einmal auf den Ausgang. Ihr könnt dann auch sehen, wie dieser geöffnet wird und Sarastro Dorkstein, der dort steht, gemeinsam mit Harley Jean, dem Draconier.
Ja, gemeinsam mit denen könnt ihr ein Zelt weitergehen und findet dort auch verschiedene Wachen vor, die dort fortstehen. Sie sind bewaffnet, diese Wachen, alle anderen hier nicht. Und wenn ihr dann das Zelt betretet und in die Schwärze und Finsternis eintaucht, dann könnt ihr auch ihn erkennen.